Oh, hi. Machst du dir Gedanken über 1Password? Super, denn schon jetzt bin ich stolz auf dich, weil du anscheinend schon mal weißt, dass Passwortnotizen auf Zetteln oder in Word-Dokumenten keine gute Idee sind. Aber ist 1Password wirklich die beste Wahl? Wie gut ist es im Vergleich zur Konkurrenz im Jahr 2024? Um das zu beantworten, habe ich ein frisches und aktualisiertes 1Password Review und Tutorial. Alright, um in dieses 1Password Review reinzustarten, lass uns mal sehen, ob wir ihm vertrauen können. Zunächst mal möchte ich erwähnen, dass es 1Password schon seit geraumer Zeit gibt, seit 2006, um genau zu sein. Und das bedeutet nicht, dass die Software altmodisch ist. Ganz im Gegenteil, es setzt die neuesten Technologien ein, um sich an der Spitze der Branche zu halten. Zum Beispiel gibt es hier Passkeys, eine neue Technologie, die Passwörter in Zukunft vollständig ersetzen könnte. Passkeys sind also quasi eine neue Art und Weise, sich bei Apps und Websites anzumelden. Nämlich auf die gleiche Weise, wie du deine Geräte entsperrst. Mit einem Fingerabdruck, einem Gesichtsscan oder einer PIN. Momentan haben nur die wirklich besten Passwortmanager bereits eine Passkey-Funktion am Start. Was die Sicherheit angeht, wurde 1Password im Gegensatz zu anderen Passwortmanagern nie wirklich geknackt. Und das, obwohl es Versuche gegeben hat. Im Oktober 2023 meldete 1Password, dass bei Okta Support Systems verdächtige Aktivitäten festgestellt worden waren. Nach weiteren Untersuchungen bestätigte 1Password aber, dass keine Nutzerdaten kompromittiert wurden. Aber was macht 1Password eigentlich so sicher? Wie jeder andere Top-Passwortmanager setzt er zunächst mal auf eine hochgradige Verschlüsselung. Er verschlüsselt deine gespeicherten Daten in eine unlesbare Zeichenfolge. Darüber hinaus verfügt 1Password über einen geheimen Schlüssel mit 34 Symbolen, der auf den Geräten gespeichert wird, mit denen du dich in deinem Konto angemeldet hast. Er bietet einen zusätzlichen Schutz vor Eindringlingen, indem er neben deinem Passwort einen weiteren Anmeldeschritt vorsieht. Und hey, nur ganz kurz am Rande, wenn du deine Passwörter mit 1Password zum besten Preis verwalten willst, benutze am besten den Link aus der Videobeschreibung. Alright, wir haben gelernt, warum 1Password safe ist. Schauen wir uns jetzt mal an, welche Funktionen geboten werden. Kurz und knackig, 1Password deckt alles Wesentliche ab. Der Passwortgenerator kann neben der Möglichkeit, in wenigen Sekunden ein starkes Passwort zu erstellen, auch eine Passphrase kreieren, die super nützlich ist, wenn du ein Passwort brauchst, das du dir leicht merken kannst. Jedes Passwort oder jede andere Information, die du speicherst, wird in einem Tresor abgelegt. Und du kannst natürlich mehrere Tresore für verschiedene Dinge erstellen, aber dazu später mehr im 1Password-Tutorial. Starke Passwörter schnell zu erstellen ist schön und gut, aber sie sicher weiterzugeben könnte eine schwierigere Angelegenheit sein. Mit 1Password ist es aber wirklich kein Problem, deine sicheren und sensiblen Daten zu teilen. Es ist sogar möglich, deinen gesamten Tresor zu teilen, falls du das möchtest oder eben einzelne Elemente separat. Gleiches kann ich allerdings nicht über das automatische Ausfüllen von 1Password sagen. Diese Funktion dient zwar eigentlich der Bequemlichkeit, aber manchmal macht sie das Ausfüllen von Formularen nicht wirklich angenehmer. Es kam vor, dass ich anstatt meine Online-Formulare schnell und einfach auszufüllen, stattdessen manuell nach Informationen in meinem Tresor suchen musste. Hier könnte sich 1Password ein oder zwei Tipps von anderen Passwortmanagern wie NordPass holen, bei denen das automatische Ausfüllen fast perfekt funktioniert. Insgesamt deckt 1Password alles Wesentliche aber echt gut ab und wie sieht es jetzt mit ein paar Extras aus? Ja, es gibt nicht sehr viele, aber dafür ein paar sehr gute. Beginnen wir mit dem Watchtower Sicherheitscheck. Diese zusätzliche Sicherheitsfunktion benachrichtigt dich, wenn sie irgendwelche passwortbezogenen Probleme entdeckt. Ja, niemand mag Benachrichtigungsspam, das ist schon klar, aber sie hält dich nur über wirklich all das auf dem Laufenden, was schiefgehen könnte, einschließlich schwacher Passwörter und kompromittierter Logins. Nach der ersten Überprüfung solltest du also nicht mehr allzu oft damit konfrontiert werden. Wenn du häufig online einkaufst, wirst du die Funktion Privacy Cards wahrscheinlich nützlich finden. Sie ist wie ein Passwortmanager nur für Bankkarten. Damit kannst du überall, wo du online bezahlst, Privacy Cards erstellen und ausfüllen. Das funktioniert wirklich reibungslos, schnell und tatsächlich genauso, wie es sein sollte. Sehr schön. Außerdem mag ich den Reisemodus. Nicht alle Informationen sind reisesicher, deshalb kann ich markieren, welche Informationen es sind und welche nicht. Wenn ich das Land verlasse, werden die Tresore, die nicht reisesicher sind, während meines Aufenthalts im Ausland gesperrt, bis ich zurückkomme.
Eine weitere Funktion, die ich in diesem OnePassword Review unbedingt erwähnen muss, sind die vielen Tresore bzw. Multiple Vaults. Das ist ein echter Life-Changer bzw. Lebensretter für alle, die viele Daten haben. Anstatt alles an nur einem Ort aufzubewahren, kann ich damit alles gut organisieren. Außerdem ist das Ganze sehr praktisch, wenn ich meine Informationen weitergeben möchte, da ich mehrere Ordner und Tresore auf einmal freigeben kann, anstatt es einzeln tun zu müssen. Ich werde da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber wenn du diese Funktion im Praxistest sehen möchtest, kannst du sie später im Video beim OnePassword Tutorial auschecken. Eine weitere Sache, die ich an OnePassword mag, ist seine Kompatibilität. Du kannst es auf allen wichtigen Betriebssystemen verwenden, einschließlich Windows, macOS, Linux, iOS, Android und deinem Webbrowser. Außerdem kannst du alle deine Geräte synchronisieren und es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Geräte, die du verwenden kannst. Es kann auf 5 der beliebtesten Browser verwendet werden: Chrome, Firefox, Edge und seit kurzem auch Brave und Safari. Also, ja, du kannst OnePassword auf allen Geräten nutzen, aber wie viel kostet das? Wollen wir mal sehen, ob OnePassword ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Der Einzeltarif ist die richtige Wahl, wenn du die Tresorfreigabe nicht brauchst und OnePassword allein nutzen möchtest. Wenn du aber die gemeinsame Nutzung des Tresors benötigst, würde ich dir den Familientarif empfehlen. Der Preis steigt zwar leicht an, aber du kannst bis zu 5 NutzerInnen hinzufügen. Wenn es also mindestens eine weitere Person gibt, mit der du den Tresor teilen möchtest, lohnt sich das schon. Und um ganz fair und ehrlich zu sein, OnePassword ist nicht der günstigste Passwortmanager auf dem Markt. Er liegt irgendwo im Mittelfeld, aber wenn man bedenkt, wie viel er bringt, vor allem mit seinem Familientarif, bietet er immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn du bei dem Ganzen noch etwas mehr Geld sparen willst, habe ich in der Videobeschreibung ein exklusives OnePassword-Angebot für dich hinterlassen, also unbedingt mal reinschauen. Das war's auch schon mit dem 2024er OnePassword Review Teil. Wenn du bereits Erfahrung mit Passwortmanagern hast, wirst du wahrscheinlich nur wenige Minuten brauchen, um alles zu verstehen, was du brauchst. Wenn es allerdings dein erstes Mal ist, dann keine Panik. Dafür bin ich ja hier und ich sage, lass uns mit dem OnePassword Tutorial beginnen. Zunächst lädst du die App herunter und installierst sie. Und das ist auch überhaupt nicht schwer. Auf einem Desktop kannst du die App von der offiziellen Website herunterladen. Der schnellste Weg dorthin führt über unseren Link in der Videobeschreibung. Auf dem Smartphone findest du OnePassword auch in den entsprechenden App Stores. Nach der Installation musst du deine E-Mail-Adresse eingeben und erhältst einen 6-stelligen Authentifizierungscode, mit dem du dich einloggen kannst. Danach erstellst du das Masterpasswort und bewahrst es sicher auf. Als nächstes gibst du die Zahlungsinformationen ein. Du kannst stattdessen natürlich auch einfach die Browser-Version verwenden, aber für dieses OnePassword-Tutorial für Anfänger habe ich die App installiert, damit du sehen kannst, wie es geht. Nachdem du die App geöffnet und dich eingeloggt hast, siehst du den Ordner Alle Elemente. Von hier aus kannst du ganz einfach Elemente hinzufügen, indem du auf den Button Neues Element klickst. Ziemlich selbsterklärend also eigentlich an dieser Stelle. Machen wir also weiter und importieren mal ein paar Daten aus meinem Browser oder meinem alten Passwortmanager. Dafür wird die Browser-Version benötigt. Wenn ich dort auf den Benutzernamen klicke, kann ich Importieren wählen, danach, woher meine Daten kommen und zum Schluss füge ich einfach eine CSV-Datei ein. Um alles zu organisieren, empfehle ich die Verwendung von Vaults, also Tresoren. Wenn ich einen hinzufügen möchte, muss ich nur auf den Plus-Button klicken und ihn benennen. Wenn ich möchte, kann ich ihm auch ein Symbol zuordnen und eine Beschreibung hinzufügen. Dann kann ich darin genauso wie im Hauptordner Dinge ablegen. Wenn ich mehrere Tresore habe, kann ich auch ganz einfach von einem zum anderen verschieben. Wenn ich einen Tresor ändern möchte, zum Beispiel als reisesicher markieren, muss ich in der Web-App den Reisemodus suchen und ihn aktivieren. Auch das ist nicht kompliziert, aber man muss ein paar zusätzliche Schritte bzw. Klicks über sich ergehen lassen. Übrigens, wenn du einen Familientarif hast, kannst du auch den gesamten Tresor teilen. Ansonsten kannst du nur einzelne Objekte freigeben. Im Pop-up-Fenster kann ich auswählen, wie lange der Link aktiv bleiben soll, wie oft er geöffnet werden kann und wer ihn sehen darf. Das ist auch bei den mobilen Apps der Fall, was die Lernkurve angenehm einfach macht. Zuvor hatte ich ja schon kurz die Zukunft der Passwörter erwähnt, die Passkeys. Schauen wir jetzt also mal, wie man sie benutzt. Passkeys ersetzen Passwörter und sie sind jedes Mal anders, wenn du dich einloggst. Gehen wir einfach mal auf eine Website, auf der wir uns mit einem Passkey anmelden wollen. Bedenke, dass wie gesagt noch nicht alle Websites Passkeys unterstützen.
Ich gehe also zum Beispiel auf webauthn.io und klicke auf den Button Registrieren. Dann sollte direkt die Passkey-Speicheroption auftauchen und du kannst mit deiner gespeicherten Methode fortfahren können. Und damit solltest du eigentlich Bescheid wissen, wie du 1Password benutzt. Ich hoffe, du fandest meinen 1Password Review und Tutorial nützlich. Für weitere Reviews und Tutorials auf Deutsch abonniere gerne unseren Kanal. Und teilt uns gerne eure Meinungen mit. Ist 1Password der beste Passwortmanager im Jahr 2024 oder hast du vielleicht eine bessere Alternative? Meiner Meinung nach ist es der beste Passwortmanager für Familien, aber auch der individuelle Tarif kann sich lohnen. Danke, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Beste Grüße und bis zum nächsten Mal.